Halt, stopp. Erst das Intro. So einfach wie geschmacklos. Shit. Hallo, Freunde der Wahrheit. Ja, was zeigen wir zuerst? Ich habe einen Versuch aus YouTube nachgemacht. Fand ich interessant. Ist ja auch vollkommen legitim, mal was auszuprobieren. Wollte ich euch mal zeigen. Das schöne alte Messer. Kann man nochmal zeigen. Wir haben zwischenzeitlich mal schön ein bisschen schön geschärft. Also es geht wirklich. Man kann, wenn man viel Zeit hat, auch ein Messer schön schleifen. So, wie man sieht, ist die Klinge schon ein bisschen schwarz. Damit kann man erreichen, dass der Stahl ein bisschen rostträger wird. Ein gut schärfbarer Stahl ist nie nicht rostend, also nicht so gut nicht rostend. Man will es ja nicht ausschließen. Der Chromanteil, umso höher der wird, umso weniger rostet es, aber umso schwerer ist es zu schleifen. Also bei vielen guten Messern merkt man es, dass die eben schnell Rostflecken ansetzen, besonders dann, wenn sie irgendwo ungünstig gelagert sind. Also, naja, was habe ich gemacht? Reinigungsmittel, ne? Das habe ich mir schön auf ein paar Temperaturtuch drauf gemacht. Hier schön ein bisschen drauf gesuppt. So. Und dann hatte ich dann erstmal die Klinge schön ein bisschen sauber gemacht. So. Dann habe ich mir ganz simpel einfach mal so eine kleine Vase besorgt und den guten Essig. Das ist der mit 25% Essigsäureanteil. Naja, der einfache Essig, na, ich glaube, der reicht dafür nicht so aus. So, ja, und dann habe ich einfach das Messer genommen und habe es über Nacht da reingestellt. So, kann man das mal schön sehen? Was sagt der Kameramann? Okay, alles in Ordnung. Ja, und dann kann man das da drin stehen lassen und dann wird die Klinge wirklich schwarz. Hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, man lernt doch ab und zu mal was aus dem Internet. Naja, jedenfalls, und damit wird das Messer pflegeleichter. Vielleicht will auch einer sein Messer ein bisschen schwärzen, damit man es nachts nicht sieht. Befürworte ich natürlich nicht. Und bei taktischen Messern und so ist die Klinge oftmals schwarz, aber bei Billigmessern auch oftmals bloß lackiert. Na jedenfalls, und dann sollte es etwas rostträger sein. Gut, soviel dazu. Das war's erstmal.